Volcano Marum, emi emi Papa. Marum emi Mann. Der Vulkan Marum ist der Papa. Marum ist der Mann. Der Vulkan Benbo ist die Frau. Die anderen Vulkane sind ihre Kinder. Es ist nicht wirklich gefährlich, aber wenn ihr euch unwohl fühlt, zieht bitte die Maske auf. Mein Vater hat mir die Geschichte des Vulkans erzählt. Er hat sie von meinem Großvater und der von meinem Urgroßvater. Ab jetzt tragt bitte eure Helme. Ich habe gerade geschaut. Es fliegen Bomben aus dem Krater. Es ist Teil unseres Brauchs, unserer Kultur. Wir sprechen mit dem Vulkan. Wir können ihn stoppen. Regen. Mitten in der Südsee. Genauer auf Vanuatu, einem Inselstaat nordöstlich von Australien. Sie sagen, dass eine große Regenwolke über ganz Vanuatu hängt. Und in diesem Regen macht es nicht viel Sinn, dass wir hochgehen. Geplant ist eine Expedition auf die Vulkane Vanuatus. Doch dafür muss erst einmal das Wetter mitspielen. Fotografin Ulla Lohmann aus Kaiserslautern leitet die Expedition. Sie kennt das Land und auch das unberechenbare Wetter. Naja, eigentlich müssen wir jetzt einfach abwarten. Solange sind sie hier Gäste. In einem Dorf auf Ambrum, einer kleinen Insel im Norden Vanuatus. Die Besucher sind eine willkommene Abwechslung. Es gibt weder Strom noch fließendes Wasser. Und nur ein Fernsehgerät, ohne Empfang. Es wird gezeltet. Im Regen. Penny, 34 Jahre alt und Bankerin aus Hongkong, ist absoluter Vulkanfan. Dutzende aktive Vulkane hat sie schon besucht. Überall auf der Welt. Ich habe schon oft bei solchem Wetter festgesessen. Viel zu oft. Ich glaube, Vulkane sind Regenmagneten. Aber sie sind faszinierend, weil es Mutter Natur ist. Die Erde arbeitet. Es ist nicht totes, festes Gestein, sondern da ist Leben. Jeder Vulkan hat eine andere Persönlichkeit. Es ist wie eine Pilgerreise, weil es nie einfach ist, auf einen Vulkan zu kommen. Man läuft stundenlang, aber es ist schön unterwegs, wenn man was sehen kann, wenn es nicht regnet. Zum ersten Mal bei einer solchen Expedition dabei, Ullas Schwiegereltern, Sibylle und Gerhard Hoffmann. Basti Hoffmann, Ullas Ehemann und angehender Bergführer, unterstützt Ulla bei den Expeditionen. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir sind auch gerne da. Das war super schön. Ja. Hallo Ulla. Gerhard ist Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst. Den Fliegern weiß man ja nie, ob es klappt. Ja, es war ja ziemlich nass da vorne am Flugplatz. War es nass, ne? Ja, das war so kränkfrei. Morgen sollte seine zumindest immer mehr Sonne rauskommen. Und Regen haben sie eine nicht mehr gemacht. Gell? Freitag soll es auf jeden Fall gut sein. Aber Kopf auf Holz. Ach, der Dampf.
Du bist ganz nass. Ja, bei uns. Pfui, Bern, jetzt bin ich auch dreckig. Ja. Wenn der Basti so auf Exkursion geht, habe ich immer wahnsinnig Angst daheim. Ne? Weil ich kenne mich ja überhaupt nicht aus. Ich kenne ja das alles nicht. Und das ist jetzt schon toll. Jetzt sieht man das mal, wie das ist, und kann es eher einschätzen. Die Insel Ambrum ist ein einziger riesiger Vulkan. Der größte Vanuatus und eine von insgesamt 83 Inseln. Unter Vanuatu ist in ständiger Bewegung. Hier stoßen die pazifische und australische Erdplatte zusammen. In kaum einem anderen Land gibt es mehr vulkanische Aktivität. Und auf Ambrum sogar ein sehr seltenes Phänomen: Lavaseen. Das Ziel der Expedition. Die Sonne scheint. Nach 4 Tagen Dauerregen. Endlich kann es losgehen. Hoch auf den Vulkankrater. 5 Stunden Wanderung. Immer bergauf. Durch den Dschungel. This is their water, what they drink. Oh, cool. Das läuft jetzt so raus. Genau, und so, wie du möchtest. Sorry. Das ist nur der Tag. Das war schon drin von meinem Papa, der hat noch nichts. Okay. Das trinkt sie. Schmeckt gut. Deswegen haben die auch alle ihre Buschmesser dabei, weil ohne die hast du halt nichts zu essen, keine Kokosnüsse und keine Lianen, nichts zu trinken. Gideon begleitet die Gruppe. Er verdient sein Geld als Touristenführer. Andere arbeiten als Träger. Schleppen Zelte, Wasser und Verpflegung nach oben. Denn oben in der Ascheebene gibt es nichts. Gar nichts. Auf halber Höhe. Zum ersten Mal kann die Gruppe einen der Vulkane sehen. Eingehüllte Nebel. Und noch ein gutes Stück entfernt. Der Bembo, einer der beiden großen Vulkane auf Ambrum. Ah, it's fantastic. Can't wait to see inside. Nach stundenlangem Fußmarsch durch üppigen grünen Regenwald, die sogenannte Caldera. Eine riesige Ascheebene. Hier gibt es kaum noch Vegetation. Einst hat ein Urvulkan die Insel geschaffen. Als er ausbrach und einstürzte, hinterließ er einen riesigen Kessel. Eine Mondlandschaft. Wahnsinn. Ich hab was verloren, jetzt muss er hinterherlaufen. Ah, guck dann an. Das ist gerade das richtige Klima für mich. So kommst du da raus und wie wenn man dann im Fernsehen ein anderes Programm einstellt. Vor allem ist ganz anders. Das ist so toll. Gideon ist nicht gerne hier oben. Die karge Landschaft, durch Asche und Lava geprägt, erinnert ihn an die Gefahr, die von den Vulkanen ausgeht.
Hier gibt es so gut wie kein Leben. It's dangerous. It depends on when the. Wenn sich im Krater ein Pfropfen bildet, wird es gefährlich. Denn dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Vulkan explodiert. Es ist Natur. Es muss atmen. Wenn es blockiert ist, wird die Lava sich ihren Weg mit Gewalt bahnen. Eine Gefahr, die Vulkanfans wie Jörg und Penny fasziniert. 5 Stunden sind sie heute schon gewandert. Doch kaum stehen die Zelte, will die Gruppe wieder los. Zu Marum, dem Lavasee. Noch mal ein gutes Stück zu Fuß. 3 Stunden wissen wir es, wie es aussieht da oben. Wie das Wetter ist, ob es umsonst war, kann ja auch sein. Es ist total zu und wir sehen gar nichts. Ja, I'm tired. Ich bin schon müde. Aber wir haben nur wenig Chancen, den Vulkan zu sehen. Also, wenn das Wetter gut ist, auf geht's. Let's see. So, genau. Let's go. Dann geht's los, oder? Let's go. Wir starten. Ja, ja. Super. Rein in die Caldera. Je näher sie dem Vulkan kommen, desto lebensfeindlicher wird die Umgebung. Auch wegen der giftigen Schwefelgase, die die Vulkane ausdünsten. Has anyone used a gas mask before? Hat irgendwer schon mal eine Gasmaske benutzt? Also wisst ihr wahrscheinlich, wie man sie aufsetzt. Just hold it like me. The outside part faces towards your body, and the nose part faces down. Then you take this little buckle here, put it around your neck and close it. And if the gases go too strong, just pull the mask over your nose. Es ist nicht wirklich gefährlich, aber wenn ihr euch unwohl fühlt, dann setzt die Maske auf. Es gibt gar keine Worte dafür. Unglaublich. So aktiv. Wie das vor sich hinkocht. Erstaunlich. Wahnsinn. Unbeschreiblich. So toll. Man kommt sich so klein vor. Das ist jedes Mal ein Wahnsinnserlebnis, wenn man hier steht. Jedes Mal ist der See anders. So groß wie jetzt habe ich den auch nie gesehen. Das ist wie, als würde man in das offene Herz von der Erde reinschauen. Das ist so, das pulsiert, das ist ganz aktiv und das ist eine unheimliche Kraft. Aber auch eine Gefahr. Um die 1200 Grad heiße Lava. Ständig in Bewegung. Der Blick vom Kraterrand nach unten, 300 Meter tief. Man muss schon aufpassen, aber im Prinzip der See bleibt da unten und brodelt vor sich hin und wir können das einfach nur genießen. Der nächste Morgen, nach einer kurzen Nacht im Camp.
Die leeren Wasserflaschen werden gesammelt und mit Regenwasser aufgefüllt. Sonst gibt es hier nichts. Schnarchfrage in jedem Campinglager. Das Frühstück, Cracker mit Erdnussbutter oder Corned Beef. It look like dog food, I would Sieht say, etwas right? aus wie Hundefutter. So I will add a little more. Yeah. And now just to be sure it tastes good. Okay. For them it's like a Sunday. Für die Leute hier ist es wie ein Sonntagsbraten, was ganz, ganz Besonderes. Mm. Besonderer Luxus wie Reis. Die Reste vom Abendessen der Gruppe. Das Frühstück für die Träger. Die Männer leben davon, dass sie Touristen zu den Vulkanen bringen. So sind die Vulkane auf Ambrum Einnahmequelle. Aber eben auch ständige Bedrohung. We are ready that if any eruptions that can destroy. Uns ist bewusst, dass ein Ausbruch die Insel zerstören kann. Und dass wir dann die Insel verlassen müssen. Aber ich glaube, dass Gott alles kontrolliert. Gott kontrolliert die Natur. Wenn Gott sagt, das ist das Ende, dann ist es das. Ein großes Problem ist halt auch, dass es viele Leute gibt, die glauben, sie können sich mit Geld einfach so Erlebnisse erkaufen, ohne wirklich zu wissen, was man dafür eigentlich investieren muss und welche Voraussetzungen man mitbringen muss. Und sie buchen die Reise, bezahlen das und erwarten dann von mir, dass ich sie Teufel komm raus da hochbringe, obwohl es jetzt von ihrem Fitnessstand oder Wissensstand unmöglich wäre. Und da bist du permanent unter Spannung und musst eigentlich die Gruppe die ganze Zeit beobachten, um dann eben oben entscheiden zu können, okay, wir können das mit denen machen. Zum Beispiel das Abseilen in den Bembo. Die Gruppe ist bereit. Abseilen in den zweiten großen Vulkan auf Ambrum. Der Bembo. Auch hier gibt es einen Lavasee. Doch den kann man nur sehen, wenn man in den Krater steigt. It's crazy, but, es ist verrückt, aber wenn sie es unbedingt wollen. Es geht ein paar hundert Meter tief. Ein Hang aus bröseliger Asche. Dazwischen spitze, erkaltete Lavabrocken. Mehr rutschen als gehen. Hinein in den Bauch des Vulkans. Hinein in den Nebel, in die Schwefelgase. Bis alle unten sind, dauert es fast 2 Stunden. Und es ist bereits stockdunkel. Doch die Mühe hat sich gelohnt. Der Lavasee des Bembo ist aktiv wie selten zuvor. Last time I was here was about like 2 months ago. It was just been low down there, and now it's really, really active. Yeah. So we're very lucky in that sense too. Yeah. Super. See that splash down there. Yeah. Nur wenn er Touristen hierher bringen muss, kommt Gideon dem Vulkan so nahe. Sicherheitsabstand. Aus Respekt. Every time I come here, when I look down. Jedes Mal, wenn ich hierher komme und die Lava sehe, denke ich, ja, es ist schön. Aber die Gefahr ist sehr nah. Die Gruppe verlässt die Caldera. Es geht zurück zur Küste. Zurück zu Gideons Dorf, Endu.
die Nationalhymne von Vanuatu. Jeden Morgen gesungen von den Kindern zum Schulbeginn. In der offiziellen Sprache des Landes, Bishlama. Doch der Unterricht ist meist auf Englisch. Geschichtsunterricht. Immer noch aus Sicht der weißen Kolonialherren. Briten und Franzosen haben viele Schulen auf Vanuatu eingerichtet. Und die gibt es bis heute. Also spricht fast jeder auf Vanuatu entweder Englisch oder Französisch. Ein Vorteil für die, die später mal ihr Geld im Tourismus verdienen wollen. Etwa 200 Menschen wohnen in Endu, einer der größeren Orte auf Amborum. Die Insel gilt als Zentrum der schwarzen Magie. Diesen Ruf hat Amborum wegen der schwarzen Erde und der starken vulkanischen Aktivität. Dreimal brachen hier im vergangenen Jahrhundert Vulkane aus und vernichteten ganze Dörfer. Wenn es hier einen Ausbruch geben würde, würden Sie sehr überrascht sein. Die Menschen laufen auf das Feuer, auf die Lava zu, um es zu stoppen. Sie werden es nicht glauben, aber es ist wahr. Sie zerreiben Blätter auf einer jungen Kokosnuss und werfen sie in das Feuer. Die Lava wird dort stoppen, wo die Kokosnuss landet. Moses ist Dorfhäuptling von Endu, seit fast 50 Jahren. Die mystische Bedeutung der Kokosnüsse hängt auch damit zusammen, dass sie die wichtigste Einnahmequelle sind. Wie fast alle Orte auf Amborum verdient Endu vor allem durch die Produktion von sogenanntem Copra. Getrocknete Kokosnuss zur Palmölherstellung. This is the way we made our copra. First, you collect them together and then come with an axe and split the nut and then dig them out. So machen wir unser Copra. Put them on the shaft. Wir sammeln die Nüsse ein, öffnen sie und nehmen das Fleisch heraus. Put them on a shaft like this one. When it is full, then you carry. Dann sammeln wir das Fleisch in einem Sack und trocknen es auf einem Rost, unter dem wir Feuer machen, bis das Kokosfleisch trocken ist. You started to make fire and wait until the fire burns these logs and then it dries this one. Doch eine Ölmühle gibt es auf Amborum nicht. Das Copra wird als Rohstoff verkauft an die größeren Inseln. Und so sind die Einwohner von Amborum abhängig davon, welche Preise ihnen die Ölmühlenbetreiber dafür zahlen. Because the price is always going up and down, government decided to have to encourage oil mill. Weil der Preis ständig schwankt, planen wir eine eigene Ölmühle. Dann können wir das Öl selbst verwenden als Treibstoff für Lastwagen oder Stromgeneratoren. Und so erzielen wir vielleicht auch einen besseren Preis. Außer Kokosplantagen bringt der Anbau einer ganz besonderen Pflanze Geld. Kava, Rauschpfeffer. Aus seinen Wurzeln wird ein berauschendes Getränk hergestellt. Die Männer trinken es jeden Abend beim sogenannten Nakamal, einem Treffen nach der Arbeit. Beim Nakamal wird alles Wichtige besprochen. Und da gehört Kava dazu, wie bei uns das Feierabendbier. Kava is a peace drug. Kava ist ein Friedensgetränk. Wenn du Kava trinkst, werden deine Lippen taub und du wirst etwas weiser. Du möchtest reden. A bit wiser and you would like to say something, talk. Bei der traditionellen Kava-Zeremonie werden die getrockneten Wurzeln von jungen Männern gekaut, ausgespuckt und mit Wasser vermischt. Doch heutzutage wird Kava meistens mechanisch zerrieben statt gekaut. Wieder und wieder gewässert. Und ausgepresst. Also a tea.
Ausnahmsweise dürfen heute Abend auch die Frauen mittrinken, was sonst streng verboten ist. Für die Besucher wird eben eine Ausnahme gemacht. Kava-Probe. Etwas ganz Besonderes auf Vanuatu. Gerhard bekommt den ersten Schluck. Der Geschmack? Etwas gewöhnungsbedürftig, pfeffrig und ein wenig erdig. Ist mir weder betäubend noch sonst irgendwas. Also. Ausschaut wie Spülwasser. Na, aber man kann es gut trinken, also kein Problem. Das ist aber nicht mein Lieblingsgetränk. Lieblingsgetränk wird sicher nicht, ne? Eins sagt man Kava noch nach. Er soll für schöne Träume sorgen. Es geht weiter. Abschied von Ambrum. Von Gideon. Die Gruppe fliegt zur Insel Efate, in die Hauptstadt Vanuatus, nach Port Vila. Port Vila ist das wirtschaftliche Zentrum des Landes. Knapp über 250.000 Einwohner hat Vanuatu. Davon leben 15% hier. Herz der Stadt ist der große Markt. Die Verkäufer haben zum Teil lange Anreisewege hinter sich, kommen von den entlegenen Inseln des Landes aus Pentecost, Vanua Lava, Ambai, um ihre Waren anzubieten. Deshalb übernachten viele hier. Zum Teil unter ihren Ständen. Natürlich wird hier auch Kava verkauft. Die Pflanze ist eines der wichtigsten Exportgüter. Die ausländische Pharmaindustrie stellt damit Beruhigungsmittel her. Fast 70% der Menschen auf Vanuatu leben von Landwirtschaft. Erdbeben, Überschwemmungen und Vulkanausbrüche zerstören die Ernte regelmäßig und stürzen das Land in Krisen. Das Amt für Georisiken in Port Vila bemüht sich seit Jahren um eine professionelle Überwachung der Vulkane. Ulla und Basti arbeiten eng mit dem Amt zusammen. Die Analysen sind wichtig für die Vorbereitung ihrer Expeditionen. Im Gegenzug führen die Deutschen manchmal Messungen durch und bringen die aktuellsten Fotoaufnahmen mit. Anhand der Bilder können Experten wie Eslin die seismische Aktivität der Vulkane besser beurteilen. Doch es fehlt ein zuverlässiges Warnsystem in einem Land, in dem es auf weiten Flächen weder Strom noch Handynetz gibt. Das beste Mittel ist das Radio. Es gibt ein Netz, das wir benutzen können. Wenn es besondere vulkanische Aktivitäten gibt, schicken wir eine Warnung raus. Ein Monitor, der momentan noch die Aktivität von nur einem Vulkan Vanuatus anzeigt. Die neueste Anschaffung. Dank finanzieller Hilfe von Neuseeland. Allerdings haben die Experten auch mit den Bräuchen der Inselbewohner zu kämpfen. Denn die verlassen sich bei der Vorhersage eines Ausbruchs oftmals lieber auf Mystik als auf die moderne Wissenschaft. Pour l'instant, on n'a pas vraiment des confrontations. Momentan haben wir keine Probleme mit ihnen. Wir sagen, was unsere Apparate anzeigen. Sie machen, was sie wollen. Oder besser, was sie glauben, das richtig ist. Aber gewöhnlich, nach den Ausbrüchen der jüngsten Vergangenheit, hören sie auf uns.
Dès que l'observatoire il a instruit quelque chose, ils obéissent ou ils respectent. Lamakara, auch genannt das Dorf von John Frum. Jeden Morgen wird hier die amerikanische Flagge gehisst. Lamakara liegt auf Tana, einer Insel im Süden Vanuatus. Der Amerikaner John Frum und mit ihm das amerikanische Volk werden hier als Heilsbringer verehrt. Viel ist über John Frum nicht bekannt. Doch er, der Amerikaner, soll um 1930 herum erschienen sein. Und zwar dem Vater von Isaac Vann. Johnny hat mit meinem Vater gesprochen. Spirituell gesprochen. Er sagte meinem Vater, haltet fest an euren Bräuchen. Gebt das deinem Volk weiter. Sie sollen an ihren Bräuchen festhalten. Und das tun sie. Bis heute. Von dem, was die Touristen mitbringen, mal abgesehen. Geld als Zahlungsmittel spielt kaum eine Rolle. Wohlhabend ist, wer einen Garten hat, von dem er leben kann. Und viele Schweine. Nur ein junger Mann, der ein Schwein aufgezogen hat, bis es schlachtreif ist, darf eine Frau heiraten. Lamakara liegt am Fuße des Vulkans Yazur, dem Wahrzeichen von Tanna. Die Einwohner glauben, dass der Yazur der Ort ist, wo die Seelen der Menschen nach dem Tod wohnen. Der Vulkan gilt als Ursprung der Welt. John Frum ist verbunden mit dem Vulkan. Unsere Bräuche sind verbunden mit dem Vulkan. Ich bin verbunden mit dem Vulkan. Manchmal beim Nakamal trinke ich Kava. Und dann spreche ich mit dem Vulkan Yazur und mit meinem Großvater. Wiedersehen nach einem Jahr. Ulla hat in Lamakara lange gelebt. Es ist ihre zweite Heimat. Am anderen Ende der Welt. Das erste Mal, dass ich hier war, das ist jetzt schon über 15 Jahre her. Ich war damals noch unter 20, gerade mit dem Abi fertig und wollte mir den Vulkan hier anschauen. Damals gab es hier noch gar keine Bungalows und naja, ich bin einfach in das Dorf, was eben am nächsten am Vulkan lag. Das war das Dorf vom Chief Isaac Vann. Und damals habe ich einfach gefragt, ja, Entschuldigung, ich bin hier, kann ich bitte hier schlafen? Dann hat der Dorfhäuptling gesagt, na klar, gar kein Problem. Hier, da ist ein Haus. Und so habe ich dann dort übernachtet, bin jede Nacht alleine auf dem Vulkan hoch. Damals waren noch gar keine Touristen oben, war ich jeden Abend alleine. Und tagsüber habe ich dann am Dorfleben teilgenommen. Jedes Jahr kommt sie hierher, für ein paar Tage oder Wochen. Mittlerweile hat der Dorfhäuptling Isaac Vann sie quasi adoptiert. Lange hat es gedauert, bis die Männer des Dorfes sie in die Geheimnisse ihres John Frum-Glaubens einweihten. Wenn man das erste Mal dort ist, kriegt man das alles gar nicht gesagt. Also das ist wirklich so, dass man das Vertrauen von den Menschen erst gewinnen muss. In dem Moment, als der Chief Isaac Vann gesagt hat, ich soll Papa zu ihm sagen, wusste ich, ich habe sein Vertrauen. Aber bis ich die ganzen Geschichten und Hintergründe erzählt bekommen habe, das hat gedauert. Das war mindestens 5, 6 Jahre. Jedes Mal habe ich ein Stückchen mehr erfahren und ein Stückchen mehr wissen dürfen. Und ich weiß bis heute immer noch nicht alles, was da ganz genau hinter dem Glauben steckt. Vereinfacht gesagt ist der John Frum-Kult eine Bewegung, die als Reaktion darauf entstanden ist, dass die weißen Soldaten mit ganz vielen Hilfsgütern gekommen sind oder mit Schiffen und Flugzeugen. Das heißt, die Leute von hier konnten sich das nicht wirklich erklären, wie das gekommen ist. Die haben einfach nur gesehen, die Soldaten bauen Schiffswerften und Landebahnen für Flugzeuge und auf einmal kommen die Flugzeuge. Also haben sie gesagt, das machen wir jetzt auch. Haben eine Landebahn gebaut, aber es kam halt kein Flugzeug.
Hallo, you. Stattdessen kommen die Touristen. Doch der Besuch von Ullas Schwiegereltern ist ausnahmsweise kein alltäglicher Touristenbesuch, sondern ein Familientreffen. Denn genau wie Ullas Mann Basti gehören Gerhard und Sibylle zu La Macara. Jedenfalls aus Sicht der Bewohner. Chief Isaac Wan möchte wissen, wie es in Deutschland aussieht. Oder in Hongkong, der Heimat von Penny. Wie leben Sie dort? Und haben Sie Schweine? Oder einen Garten? Wenn ihr noch keinen eigenen Garten habt, seid ihr wirklich arm. Aber er hat gemeint, er könnt euch aushelfen. Eben eine andere Welt. Befremdlich. Für beide Seiten. Ich war schon gespannt auf das Dorf, wie die Eltern von, also ihre Adoptiveltern ausschauen, wie sie gelebt hat, auch monatelang und so, und wie sie ist. Und ja, also ich muss sagen, ich bewundere sie schon irgendwie, dass man in dem Alter dann hierher kommt, da monatelang lebt. Kannst du dir das vorstellen? Also, wie ich so alt war? Niemals hätte ich das. Also, ich hätte es mir für mich nicht vorstellen können. Ja, man hat schon den Eindruck, dass sie die recht freuen, wenn man zu wissen, dass das und, die Eltern sind von Basti und auch von der Ulla eben. Ja, und dass da wir schon damit das Gefühl, herkommen. Und war schon herzlich und spannend irgendwie. Und der Vater hat auch gesagt, Familie ist ganz, ganz wichtig. Und er ist jetzt auch froh, dass auch wir zur Familie gehören. Und also die Familie ist ganz wichtig. Angeblich sind die Menschen auf Vanuatu das glücklichste Volk der Welt. Das behauptete vor Jahren eine britische Studie, der Happy Planet Index. Denn das Leben drehe sich nicht um Konsum, sondern um die Familie. Aber wie lange noch? Die Hauptveränderungen, die sich in diesen seit über 15 Jahren ergeben haben, ist, dass der Tourismus zugenommen hat. Am Anfang gab es gar keinen. Ich stand einmal 3 Tage lang in der Ascheebene und habe nach einem Auto gesucht, das mich wieder zurück zum Flughafen bringt. Und jetzt fährt vielleicht alle 3 Stunden ein Auto vorbei und zu Stoßzeiten sind über 100 Leute am Vulkan. Das ist natürlich ein großer Einfluss auch aufs Leben von den Leuten im Dorf. Nämlich, es ist auch mehr Geld da und vor allem mehr der Wunsch nach Reichtum. Touristenmagnet ist der Yasur, der spuckende Vulkan. Andere Vulkan ist leichter zugänglich. Zum Yasur kann man sogar mit dem Auto fahren. Trotzdem, die fliegenden Lavabrocken, sogenannte Bomben, verletzen jedes Jahr Touristen. Manchmal sogar tödlich. Ab hier tragt bitte euren Helm. Ich habe gerade geschaut. Manche Bomben fliegen aus dem Krater heraus. Und wir sprechen über Bomben dieser Größe. Also, seid vorsichtig und tragt euren Helm die ganze Zeit. Wear your helmet all the time, please. Wenn die Eruptionen zu heftig werden, bei Warnstufe 4, wird der Vulkan gesperrt. Doch die Gruppe hat Glück. Stufe 3 heute. Sie dürfen hoch. Mit Sicherheitsabstand zu den Schloten. Wahnsinn. Oh, ja, hier. Ich war eben ganz schnell oben. Auf halbem Weg habe ich die hier gefunden. Die ist ganz frisch aufgebrochen. Und auf dem Boden waren lauter so Einschläge. Kann man sich vorstellen, wie so frische Fußspuren.
Und wo der Sand, der vom Regen eben ein bisschen grau ist, wo er so ganz frisch aufgewühlt war. Und das war da. Als ich draufgegriffen habe, war es noch ein bisschen heiß. Aber das ist definitiv eine ganz frische Bombe. Und deswegen müssen wir aufpassen und können heute leider nicht da hoch. Alle 3 Minuten etwa spuckt der Yasur glühende Lavabrocken aus. Also bei einem Vulkan hast du immer eine Magmakammer im Untergrund. Und in dem Fall ist die Magma relativ flüssig und die Magma sehr gasdurchsetzt. Und das Gas steigt natürlich nach oben wie in einer Sprudelflasche. Und zuerst sind es so kleine Bläschen und die akkumulieren sich zu immer größeren Bläschen. Und irgendwann kommen die großen Blasen oben an. Da ist so ein Tropfen drauf von so leicht anerkalteter Magma. In dem Fall dann Lava, weil sie an der Oberfläche ist. Und es baut sich Druck auf und wie in der Sektflasche, du schüttelst und irgendwann ist der Druck zu groß und es rumst ganz gewaltig. Ich hab heute, muss man mich mit Gewalt hier runterzerren. Bitte? Freiwillig gehe ich heute hier nicht runter. Oh, ist schon gigantisch sowas. Diese Urkraft. Ja. Für die Vulkanfans das Ende einer Pilgerreise zum Ursprung unserer Welt.